So, und da sind wir wieder. Ich habe ein bisschen weitergespielt. Wir haben 6 Tickets zusammenbekommen. Wir konnten tatsächlich so oft spielen, wie wir wollten, und Tickets sammeln, wie viele wir wollten. Das heißt, wir holen uns jetzt einmal kurz die Belohnungen. Und zwar alle. Hoffe ich mal. So, Nummer 5. Die Realität wird sich in das verwandeln, was das Kind sich am meisten wünscht. Das klingt sehr schön eigentlich. Reality will transform into what the child desires the most. Oh, really? A desire, you say? Das klingt sehr vielversprechend. I like desires. What did you choose? Nothing. Doch, jetzt den Hut. I know who will look amazing in this tiny cool hat. Ja, ich merke gerade, ich habe nicht richtig mitgezählt. There you go, Stony. You look like a rock star. Oh, ist das süß. Und ich merke gerade, ich habe nicht richtig mitgezählt. Wir brauchen ein Ticket. Ach, weißt du was? Wir lassen das Ding da drin. Ich möchte hier unbedingt das wissen. Sweet, a fortune teller. Can I try this? Ein Belohnungsticket dafür nur benutzen. Ja, bitte. Hello, I'm Miss Fortune Ramirez Hernandez and I want to know the future of me. Please, thank you. Once you see the beyond sees you. And you can be sure it will be coming for you. The beyond is coming for me. Oh God. What's the beyond? Want to try again? Naja, ich habe kein Ticket mehr. Looks like you need a reward ticket. Okay, dann mache ich hier noch einmal eine ganz, ganz, ganz schnelle Pause, hole nochmal 2 Tickets für das Goldstückchen da, beziehungsweise Schokoladenstückchen, und mal gucken, ob bei dem zweiten Versuch gleich was anderes rauskommt. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Wir haben 2 neue Tickets. Dann holen wir uns das da. Ist das aus Schokolade? Ja. Juhu. Yum. Die Kleine hat doch gesagt, sie hätte Hunger. Eine Errungenschaft dafür bekommen. Rich Lady. Sehr schön. Okay, dann gucken wir mal, ob bei dem zweiten Mal was anderes da rauskommt. Ja, wir möchten ein Ticket nutzen. Yes, again. Wahrscheinlich nicht. What you see in the beyond Doch. Is not what you see, but what you don't see. Oh, really? Talk about crazy. Want to try it again then? Nee. Ich weiß, wir könnten das jetzt noch ein paar Mal so treiben, aber... Aber das würde dann auch alles sehr lange dauern. Wir streuen noch mal ein bisschen Glitzer. Okay, die hatten wir aber schon. Gut, ja, dann auf... Oh, Schwanensee. Hübsch. Was? Hallo, Herr Tod. Check this boat out. It's like a black swan. How cool is that? Really? Es ist ein really bisschen gruselig. Cool. Tell me about it. Anyway, this boat will take you where you need to go. You mean to Benjamin's house? Yes, and it's just one golden coin. Nein, verdammt. I want the sweet chocolate coin reward. Is that good? I don't think that would... No, see, it's fine. Oh, look at that. Well, are you ready to leave? Ja, ich glaube. Oh Gott. This is going to be so cool. I hope we don't get attacked by a virus, though. Or the Kraken. What's a Kraken? Well, if you see it, you'll know. But tell me, I'm curious now. We don't have time for that, Miss Fortune. Just
forget it. But now I'll think about it forever. Tja, so ist das. Kraken, if you appear in front of me, I will see you. And if I see you, I will know it is you. See, Kraken, come up in front of me right now. What a freaking Kraken. Hey, this place is very quiet. Is one allowed to talk? Anyway, I was thinking, is the Kraken available for petting? You know, like some pet doggies, some pet kitties. I want to pet the Kraken, if it's possible. Well, I heard you could lure it out with fish. Mm-hmm. With fish, you say? Well, I don't have any fish on me. I guess I won't be petting the Kraken. Das ist vielleicht auch besser so. Was that the fish from the bridge? Oh. I think he's happy because I saved him. You remember I saved him from the bridge? Remember? Yes, I remember. Did you see the kiss he gave me? On my mouth? Because he was in love with me. Because I saved him. Somebody loves me. Aww. Hey, Mysterious. Are you taking me now to the house of Benjamin? You know, that blue-eyed, soft, fluffy fox who happens to be a great artist and stole my happiness? You don't seem to want to talk about it. And why is that you collect coins? That's how you pay for your rent and food, right? Miss Fortune, just leave him alone. No, he wants to hear. Anyway, do you like to eat sushi? I know about sushi because I have a Japanese ghost friend. By the way, can you speak Japanese? I need some translations. Do you know what this means? Kiri wa doko desu ka? So you don't know, huh? You know, I'm never been outside to sleep by myself. Do you go outside by yourself this late? Every day? Are you going to eat my chocolate coins? Because I'm a bit hungry. Stop talking! Why should I stop talking? Nobody else is talking. Hey, Mysterious, where are you going? Oh no, can he swim? Hello? That's what happens when the ladies ask too many questions. Und der Fährmann sich jetzt gerade selber das Leben genommen. Stop it. I'm pretty sure he'll be fine. Look, we have arrived. Tja, und da sind wir wieder. Ha, schon wieder eine neue Aufnahme. Wir sind hier gerade aus dem Boot ausgestiegen, aus diesem hübschen Schwan. Wir haben irgendwie den Tod dazu gebracht, sich selber das Leben zu nehmen, durch unser ganzes Gelaber. Ja. Wo sind wir jetzt? Oh. Dieser Strand kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder? Was ist hier los? Check that out. It's the toy graveyard, I'm telling you. Whatever you say, Miss Fortune. Okay. Haufenweise Spielzeug. Kann es sein, dass hier schon andere Kinder durchgekommen sind? Wir sind ja nicht das einzige Mädchen offensichtlich, was hier vielleicht verschwindet. Mr. Voice, are you there? Hello? There's something wrong here. Something very wrong. What's wrong, Mr. Voice? What do you mean? It's coming. Hide. Hide. I don't know what you're playing, but if you scare me, I'll close my eyes. Wir sollen uns verstecken, wo denn? Ich sehe immer noch tote Menschen oder Geister. Wo sollen wir uns verstecken? Entschuldigung, das war mein Löffel im Tee. Ich würde mich gerne verstecken. Wenn der schon sagt, wir sollen uns verstecken, dann will ich mich jetzt wirklich dringend verstecken. Check this out, Stony. This is your family, see? From the woods. Say hello. And now, say bye-bye, baby Stony, because we're leaving.
Versteck dich doch, Mädchen. Mensch, wenn diese gruselige Stimme in deinem Kopf dir sagt, du sollst dich verstecken. Oh, damn it. My little foot got stuck. Oh nein. It's the monster, Mr. Voice. Can you see? Oh oh. Can you see it? Oh, ich klicke. Schnell. Beeil dich, Kind. Leave me alone. Ah, diese Klaue. Oh, Miss Fortune, slow down. What are you running away from? Is it the fox? I'm pretty sure it was the fox. Nein, ich glaube nicht. It's the monster. I saw it again. You don't know what you're talking about. Yes, I do. I saw it. Was? Don't make any sudden moves. Was? Scheiße. Wieso hat er eine Kamera dabei? Was macht er da? Ich bin so ein bisschen überlegen. Die letzten Male, wenn wir ihn auf ihn zugegangen oder ihn auf ihn zugegangen sind oder ihn angesprochen haben, ist er immer weggelaufen, ne? Ich glaube, also entweder hat er Angst vor uns oder er will gar nichts mit uns zu tun haben. Deswegen, was passiert denn, wenn wir uns jetzt einfach totstellen? Vielleicht kommt mehr Interaktion, wenn wir das nicht initiieren. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich jetzt aufstehe, dann kann ich mir vorstellen, rennt er einfach wieder weg. So wie die letzten Male auch immer. Wir bleiben mal liegen. Wir müssen uns jetzt erstmal erholen. Wir sind gerade gelaufen, wir sind gerade hingefallen. Wir erholen uns jetzt eine Minute. Ich bin sehr verwirrt. Ich bin sehr, sehr verwirrt. Please, Miss Fortune, stop and listen to me. There's something I need to tell you. If you keep running, you'll end up badly hurt. Ja, wahrscheinlich schon. I don't want that. You're too important. But I want to find Benjamin. He was nice to me. Trust me. It's dangerous. Stop running, please. Ich bin, ja, ich weiß nicht. Der war, also der Fuchs, ne, Benjamin, der hat uns noch nie wirklich was getan. Der hat uns mal aus dem Weg geschubst, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Der war aber auch noch nie aktiv nett zu uns, wie sie gerade gesagt hat. Der hat noch nie mit uns interagiert. Ich glaube, ich will einmal zuhören. Ich traue dem Mr. Voice auch nicht so sehr, aber... Thank you. That could have ended badly. Now watch your step. You don't want to get stuck in one of those. Hurts like hell. Who will leave a bear trap here? Hat er uns gerade wirklich gerettet vor dem Ding? Well, I don't want to point any fingers, but it was obviously the fox. Also, I don't like the fox. I have what you call foxophobia. Is that true? Yes, I swear. Now, let's focus on the eternal happiness again. All right. Vielleicht hat er uns wirklich gerade vor der Bärenfalle gerettet, weil wir da einfach blindlings reingelaufen wären. Schwierig, schwierig. Ich steig da noch nicht so ganz durch. Ihr vielleicht schon mehr? Manchmal hat man das als Zuschauer so, dass man die Sachen schneller kapiert, als wenn man derjenige ist, der spielt. Ah, oh. Kleines Grinsegesicht. Können wir da jetzt einfach rübersteigen? Ich habe ein bisschen Angst. Ah doch, okay. So, hier ist wieder so ein Dings, wo man so einen Stein reintun kann. Was steht denn da? It's stuck, huh? The elimination of Prime will dissolve the filth of the beyond. Oh, really interesting. Aber was bedeutet das? Das macht doch
keinen Sinn. Oh Gott, der Stein steckt fest. Wir können ihn also nicht wieder mitnehmen. Und wir haben gerade ein Achievement bekommen, dafür, dass wir alle Steine benutzt haben, glaube ich. Oh, Strohpüppchen. Die Spiele, Nummer 6, die Spiele, die dir Spaß machen, du kannst sie alle haben. The games you enjoy, you can have them all. Oh, nice. Hört sich gut an. What are you doing? Nothing. Hm.